Pass mal auf, dann werden wir den auch gleich mal nach den Aufgaben fragen. Hey Gaston, wie geht's? Ich habe gerade meine stündliche Gymnastikübung beendet. Willst du wissen, wie ich meinen Körperbau erhalte? Lassen wir diese Idee hinter uns. Oswald und ich haben uns gefragt, was du davon halten würdest, unseren Wettbewerb zu beurteilen. Andrina, du hast dir den richtigen Mann gesucht. Nein, 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 definitiv nein. Ich bin sehr gut darin, andere zu beurteilen. Auf gar keinen Fall. Ich schätze zum Beispiel, dass keiner von euch ein einziges Fass Nägel heben kann, während ich zwei heben kann mit jedem Arm. Danke, aber du musst uns eine Aufgabe stellen und dann beurteilen, wer sie besser gelöst hat. Aha, ich verstehe. Gut, dann lass uns ein Kräftemessen veranstalten. Es gibt einige Hindernisse, die mich in den funkelnden Dünen stören. Entferne 3 Kupferfelsen und 3 Stalagmiten aus Glas. Ich werde ein Auge auf euch beide haben und sehen, wie es läuft. Klar, Oswald wird verlieren. Das ist der Wettbewerbsgeist. Du fängst mit der Aufgabe an und ich sage dem Hasen, was er tun soll. So. Beringer, gute Nacht, schlaf gut. Du musst ja heute ganz schön K.O. sein, oder? Ach nee, Frau Flo sagt gute Nacht. Ach so. Oh, ich dachte, Beringer geht. Frau Flo, schlaf gut und gute Besserung natürlich. Eieieiei. So. Warte mal, wir nehmen mal die Aufgabe von Gaston. Kupferfelsen, davon finden wir bestimmt ganz viele, warte. Vorne beim Chez Remy. Warte, wo ist der Chez Remy? Da, Chez Remy, zack. Andrea schickt sie wieder alle ins Bett. Yeah. Guck mal, hier haben wir Kupferfelsen, da. Da. 1. Toll, hier waren immer welche. Gut, schnell nach Hause. Hallo, wo sind denn die ganzen Kupferfelsen hin? Da ist noch einer. Irgendwer klaut hier meine ganzen Kupferfelsen. Das gibt's doch gar nicht. 2. Oh, da ist noch ein großer. Zählt der große doppelt? Ich frag für einen Freund. 3. So, und dann Stalagniten aus Glas. Sind das diese hier? Nein, sind sie nicht. Das sind die bei in der Wüste stehen, ne? Ach, Menno. So, einmal ein schöner Grey für Manu und ein paar Kekse für alle. Oh, es gab Tee und ich hab's nicht mitgekriegt. Na, sowas. Ist der Hund weg? Oh Gott. Mein Hund ist weg. Sonst stehen hier Massen rum, weißt du? Ach da. Hast du auch nicht mitgekriegt, Proxima? Oh, gut, super. So. Sieh nach, wie Oswald mit seinen Aufgaben zurechtkommt. Puh, was für ein Workout. Ich habe meine Hindernisse aus dem Weg geräumt. Wie lief's bei dir? Workout? Haha, ich bin kaum ins Schwitzen gekommen. Ach wirklich? Bist du plötzlich ein Experte im Umgang mit der Spitzhacke? Spitzhacke? Wer braucht die schon? Wir, um die Hindernisse zu beseitigen. Nein, ich habe sie einfach wegradiert. Warum wundere ich mich noch? Ich muss sagen, Oswald, ich glaube nicht, dass Gaston das vorhatte. Wieso? Jetzt hat er ein paar tolle Löcher, mit denen die er mit allen füllen kann, was er will. Löcher? Du hast die Hindernisse wegradiert und einen Haufen Löcher hinterlassen? Jawohl. Ich sollte sie wahrscheinlich füllen. Ich will nicht, dass Gaston verärgert herumstolziert, weil er über ein Loch gestolpert ist.
Sind das nun normale Löcher im Boden oder sind sie in Oswald, sind's Oswaldsche Löcher, die auf seltsame Weise reagieren? Ich hab sie gemacht, sag du's mir. Die sind eigentlich richtig voll, voll Leere. Aber wenn die Leere erst einmal niedergestampft hast, werden die Löcher bis ganz nach oben mit Nicht-Leere gefüllt sein. Ich nehme auch Kräutertee. Gerade wenn ich denke, dass ich dich verstehe. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Fülle die Löcher, die Oswald in den funkelnden Dünen hinterlassen hat. Löcher. Löcher? In funkelnden Dünen. Löcher. Ich sehe keine Löcher. Fülle die vielen Löcher, die Oswald in den funkelnden Dünen hinterlassen hat. Hä? Ich sehe die ja nicht mal. Das ist Schmiersteppe. Da oben sind die funkelnden Dünen. Der Song hat sich eine. Sind das hier die Löcher, wo ich draufstehe? Nein. Willkommen zurück, lieber Philipp. Ich bin noch in den funkelnden Dünen. Hier sind die funkelnden Dünen. Aber Löcher sehe ich keine. Ich glaube, ich gehe erstmal kochen, bevor ich hier mich weiter beschäftige. Alles braune. Alles braune? Also die Pflanzen und dies hier alles, oder was? Ernten? Nein. In der Karte. In der Karte? Ach, das meint. Das ist aber die. Nee, das ist die Steppe. Alles braune. Gehört alles dazu. Alles braune. Ödnis, Grenzland, Steppe, alles. Ödnis. Also quasi hier, oder was? Ist das jetzt ein Loch, wurde gemeint? Warte mal.
Also hier... Warte mal, ich drehe mich mal ein bisschen. Also hier muss irgendwas sein, soll irgendwas sein, aber wie fülle ich das? Fülle die vielen Löcher der Auswahl. In allen drei Gebieten. Ja, ja, habe ich das schon, aber wie fülle ich das? Und wie sehe ich das? Ich weiß nicht, was du meinst. Also. Vielleicht, wenn du die Schaufel in die Hand nimmst. Gibt es auch mit Pfirsich, aber ich meine, ja. Also wenn ich jetzt danach gehe, ich vermute mal, das hier ist gemeint, dieses hier. Und das hier ist gemeint. Nein, nicht. Ich glaube, ich stelle mich gerade extrem blöde an. Jetzt habe ich ein Loch gefunden. Das meint er. Achso, entfernen. Jetzt habe ich ein Loch gefunden. Ah. Ah. Muss einem dummen Menschen ja gesagt werden, aber es muss noch irgendwo eins sein. Was hat der hier überall Löcher hingemacht? Ich glaube, ich falle vom Glauben ab. Ich habe mir heute bei Lidl Kokoskipfel. Oh. Das ist gemein. Guck an, du. Ist jetzt hier was? War kein Wabenstein, oder? War da jetzt ein Wabenstein drin? Nein. Also, ja, hier. Guck mal hier. Okay, das ist erledigt. Sieh mit Gaston nach, wer die Herausforderung... Oh, wo ist der denn jetzt wieder? Gaston. Wo treibt der sich wieder rum? Das ist Dagobert. Ach, da. Oh Gott. Der treibt sich da mit Eve wieder. Die sind im Garten, oder? Die sind im Garten Eden, oder? Ah, nee, ich da lang. Ein weiter. War das hier runter? Ich glaube schon, ne? Da. So, mein Freund. Okay, Gaston, wir sind fertig. Wie fandest du unsere Leistung? Nee. Nun, ich würde keine eurer Handlungen nach meinen Maßstäben beurteilen. Das überrascht mich nicht. Die Maßstäbe, die ich für mich selbst setze, wären für dich natürlich unmöglich. Aber da ich nicht am Wettbewerb teilnehme, muss ich wohl einen Gewinner zwischen euch beiden auswählen. Und einer von euch hat sich eindeutig durchgesetzt. Dieser Kandidat ist Andrina. Ja, obwohl ich zugeben muss, dass ich bei jedem Schwung deiner Spitzhacke zusammengezuckt bin. Hast du wenigstens versucht, deine Kraft für die Aufgabe einzusetzen, die ich dir gestellt habe. Der Hase hat einfach irgendeine seltsame Zauberei angewendet. Es ist klar, dass du gewonnen hast, aber der wahre Gewinner bin ich, weil ich dieses traurige Schauspiel fair beurteilt habe. Oh je, danke für deine Beurteilung, Gaston. So, das war er. Aber hier ist auch kein... Jetzt müssen wir noch mal kochen gehen. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir gleich mal kochen.
Weil wir können ja keinen Wabenstein war hier auch noch mal einer? Nee, hier war keiner, ne? Nee. Ei, der Daus. Warte mal, ist das da einer? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich nur wieder so ein anderes Teil, oder? Ja, das ist nur so ein anderes Teil. Schade, schade. So, die nehmen wir mal aus der Hand. Geh doch. So. Dann nehmen wir mal Rapunzels Aufgabe. Wir müssten machen Blaubeerkuchen, gegrillter, hübscher, rosa Seestern. Masoor Dal mit roten Linsen. Ich hoffe, ich habe es hier drin. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Blaubeerkuchen. Das sieht aus wie ein Auge von den Minions. Gegrillter hübscher rosa Seestern. Den haben wir sogar einmalig. Wir haben den einmal und müssen den abgeben. Da schüttelt's mich. Keine Ahnung. Und dann haben wir noch Masoor Dal mit rote Linsen und Tomate. Das kriegen wir hin. Ja, genau, das sah ich als auch so tatsächlich. So, das sieht auch wunderschön. Das klingt schon besser, rote Linsen, ja. So. Sieh nach Oswalds Kochergebnis an. Ja, den müssen wir garantiert schon wieder. Ach, Mann. Okay, Oswald, was hast du für Rapunzel gemacht? Meine Gerichte sind super bunt. Ihr wirst es schwer haben, mich zu schlagen. Glaubst du das wirklich? Dann schau dir das mal an. Vor allen möglichen Gerichten hast du eine Karotte gemacht? Darauf kannst du wetten. Eine bunte Karotte. Oswald, es sieht aus, als hättest du eine Karotte in Tinte getaucht. Klar. So sahen die besten Karotten zu meiner Zeit aus. Es scheint, als hättest du die Aufgabe nicht verstanden. Ich weiß, dass du dir große Hoffnung gemacht hast, aber ich habe den Sieg in der Tasche. Warten wir ab, was Rapunzel sagt. Okay, wir bringen die Gerichte jetzt zu Rapunzel. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Die ist ach ja, natürlich. Naturlemon. Ich glaube in die Richtung, ne? Hier irgendwo. Ja, da kommt sie. Geben. Ich hoffe, sie vergiftet sich nicht an dem Seestern und an der Karotte. Da haben wir es. Gerichte, die du beurteilen kannst. Die sind der Hammer. Die Farben sind so lebendig. Und was hat Oswald mitgebracht? Oh, eine Karotte. Sie ist, mir gefällt, dass sie so einfach ist. Sie ist sehr sauber. Welches wäre deiner Meinung nach das interessanteste, interessantere Stillleben? Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ich möchte niemandes Gefühle verletzen.
Es ist okay, Rapunzel. Wir akzeptieren, dass es hier einen Gewinner und einen Verlierer geben muss. Nun, wenn du darauf bestehst, ich muss sagen, Andrina gewinnt. Die Aufgabe war, mir bunte Gerichte zu bringen, damit ich ein Stillleben malen kann. Und so sehr ich diese Karotte auch liebe, würde ich gerne etwas malen, das mehr als schwarze Farbe verwendet. Danke, Rapunzel. Tja, ich würde ja mal so sagen, ne, 2-0. So, jetzt haben wir nur den Wabenstein. Und der ist schwierig. Der ist wirklich, wirklich schwierig. Nein, nicht Bild. Den. Gib mir einen Wabenstein. Nein, das magst du doch. Kommen wir hier hoch nochmal? Finden wir hier auch noch was? Wahrscheinlich nicht mehr. Nur Schlangen. Und irgendwann komme ich hier rein. Irgendwann, Jafar. Da, da ist einer. Ich sehe einen. Oh, Schock, schwere Not. Da ist er. Oh, Gott sei's Gedank gepriesen und gepfiffen. Okay, Oswald, was hast du mitgebracht? Ich will mich nicht selbst loben, aber ich habe ein paar absolut irre Edelsteine für Eve, die sie Wolli geben kann. Edelsteine? Ich habe dich geschlagen, Andrina. Wirklich jetzt? Was hast du geholt? Aha. Kohle. Kohle? Wolli ist eine Müllpresse, oder nicht? Auf diese Weise kann er seine eigenen Diamanten herstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Dinge so kompakt machen kann. Geben wir unsere Sachen bei Eve ab und sie kann den Gewinner bestimmen. So, zeige Eve die Ergebnisse. Müllpresse, böser Hase. Ja, das hat er nicht so gemeint. Da muss man ein bisschen großzügiger sein. Ist das hier richtig? Nee, ne? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Wir gehen mal hier runter und dann darüber. Also hier werde ich mich niemals auskennen, ne? Also das ist wirklich... Da ist sie. Nein, bleib doch hier. Spring doch nicht weg. Komm runter. Da. Die schönen Wabensteine. Jetzt habe ich keine mehr. Name? Hier sind wir, Eve. Ich habe eine schöne Auswahl an Edelsteinen für dich gefunden. Und Oswald... hat ja eine schöne Auswahl an Kohle mitgebracht. Digitales Piepsen. Hast du eine Entscheidung getroffen? Hat Oswald gewonnen? Nein, Kicheraufgabe. Nun, ich schätze, ich habe gewonnen. Danke, Eve. Ich hoffe, Wolli gefällt das Geschenk. 3-0. Komm her, mein Freund. 3-0. Das musst du erstmal toppen. Komm hierher. Komm hierher. Warum steht denn hier Bogen? Hab ich den da hingestellt? Warte mal. Komm mal her hier. Was für ein Glücksfall. Danke für nichts. Das passiert, wenn du jemanden wie mich herausforderst. Sieh an, wer da mutig geworden ist. Ich kapiere es einfach nicht. Wenn ich eine Herausforderung annehme, habe ich normalerweise Glück und gewinne. Brauchst du eine Pause, um dein Glück wieder aufzufrischen? Aha. Nie im Leben. Ich gebe nicht auf.
Ach ja, sollen wir jemand anderen finden, der eine andere Herausforderung beurteilt? Nee, ich habe eine bessere Idee. Ein Wettrennen. Bist du sicher? Mit meiner Dreamlight-Magie kann ich mich ziemlich schnell bewegen. Tipptopp, komm schon, Glück. Wir starten im Land der Uralten, rennen zu einem Kontrollpunkt im wilden Dschungel, dann in die funkelnden Dünen und enden in der Wunderhöhle. Ich habe bereits einige Ballonbögen aufgestellt. Ach, das ist das, ich habe mich schon gewundert. Um jeden Kontrollpunkt zu markieren. Bist du sicher, dass du überhaupt in die Höhle kommst? Du musst ein ungeschliffener Diamant sein, um reinzukommen. Oh, ich komme schon rein, Andrina. Kümmere dich nicht um mich. Was ist denn die Wunderhöhle? Kommt schon, ab ins Land der Uralten, damit wir das Rennen starten können. Gegen mich würde er auch gewinnen, weil... Warte mal, wo muss ich denn lang? Hä? Folge Oswald zum Beginn des Rennens über der Insel der Ewigkeit. Innenhof. Okidoki, Andrina, bist du bereit zu verlieren? Lass uns nicht zu weit verpreschen. Warum gehst du nicht zuerst die Rennregeln durch? Ja. Ich habe insgesamt 8 Kontrollpunkte zum Durchqueren aufgestellt. Aha. Das Rennen beginnt hier, führt in den wilden Dschungel und dann weiter in die funkelnden Dünen. Und die Ziellinie ist die Wunderhöhle, der Löwenkopf. Ah, okay, okay, okay. Okay, also ja, okay. Klingt gut. Möge der bessere Läufer gewinnen. 3, 2, 1, los. Ah! Oh, verlaufen. Wo lang? Hä? Da lang. Okay, warte. Dann hat er jetzt gewonnen. Wohin? Oh, er ist schon da. Wie kann das denn sein? Finde heraus, wie Oswald es geschafft hat, vor dir in der Wunderhöhle zu sein. Oswald, wie bist du hierher gekommen? Oder noch wichtiger, wie bist du vor mir hierher gekommen? Oh, ich habe gewonnen. Danke. Ich erzähle dir, was passiert ist. Als du mir im wilden Dschungel zuvorgekommen bist, wusste ich, dass ich die Hufe schwingen muss. Aber als ich weiter zischte, stolperte ich über diesen seltsamen Tunnel, der mit leuchtenden blauen Lichtern gefüllt war. Er rief nach mir und ich wusste, dass ich ihn erkunden muss, Andrina. Nach einer Weile bin ich in eine Sackgasse geraten, also habe ich versucht, ein bisschen weiter zu graben und das hat mich hierher geführt. Wow, was für ein Glück. Hasenpfoten sind nicht umsonst als Glücksbringer bekannt. Und ich bin Oswald, der lustige Hase. Du, das bist du. Vielleicht hättest du auch bei der anderen Herausforderung versuchen sollen, dein Glück herauszufordern. Als Sieger werde ich gnädig sein und sagen, dass du recht hast. Gut gemacht, Oswald. Hattest du Spaß? Das ist doch das Wichtigste. Darauf kannst du dein Glück verwetten.
Und ich habe eine tolle Erinnerung an meine wahren Fähigkeiten bekommen. Danke, Andrina. Keine Ursache, er hat geschummelt. Wenn du Glück hast, brauchst du meine Hilfe bei deinem nächsten Problem nicht.